Das ist eine tolle Möglichkeit, hier vor dem geschätzten Publikum mein wunderschönes Land präsentieren zu dürfen. Und ich weiß, dass es eine geschlossene Gesellschaft ist und ich kann hier ehrlich und offen über alle Möglichkeiten, aber auch über die Herausforderungen reden. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag ein bisschen Appetit erwecken konnte, um nach Kasachstan zu reisen. Und ich kann mir sicher jetzt sein, dass diejenigen, die nach Kasachstan gehen, sei es geschäftlich oder privat, dass sie immer wieder dann die Lust bekommen, zurückzukehren. Und ich glaube, Mandat GmbH macht jetzt mit dieser Veranstaltung große Arbeit. Sie knüpfen Kontakte, sie tragen dazu bei, dass die Leute voneinander mehr wissen, dass sie bei der Strategieentwicklung auch mitwirken können. Und ich glaube, das, was ich vorgestellt habe, auch hat großes Wissen übermittelt über mein Land erstmal und über die schönen und großen Geschäftsmöglichkeiten, die das Land bietet. Highlight für mich waren die Vorträge in erster Linie über die Strategieentwicklung von Herrn Professor Queller. Also wenn man selbst in diesem Bereich nicht tätig ist, ahnt man nicht, worauf man achten soll. Ne? Aber diese seine Tipps und seine Hinweise kann ich in meiner Arbeit auch verwenden, weil Strategie muss man in jeder Arbeit, glaube ich, umsetzen. Und der Vortrag von Prinz Luitpold von Bayern, der war so toll, insbesondere weil er erzählt hat, dass er auch auf den kasachischen Markt steigt und deutsches Bier, also bayerisches Bier nach deutschem Reinheitsgebot in Kasachstan hergestellt wird. Das ist wirklich eine wahnsinnige und tolle Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass er mir berichtet hat, dass er zurzeit keine Probleme und keine Fragen hat, dass ihm bei alles glatt läuft. Und das freut mich natürlich sehr. Und ich hoffe, dass er auch die anderen dazu irgendwie motivieren kann, nach Kasachstan zu gehen und dort zu investieren oder Geschäfte zu machen, weil Kasachstan hat ein wirklich riesiges Land mit großem Potenzial, mit vielen Nischen und die, wie gesagt, befüllt werden müssen, ja, bevor die anderen Länder kommen. Ich würde Teilnahme empfehlen erstmal an unsere Kollegen, die Kasach Invest hier in Deutschland präsentiert. Dann kann sie auch präzise und spezifische Fragen beantworten, was die zum Beispiel Besteuerung angeht oder die gesetzliche Abwicklung, Registrierung von Firmen und Repräsentanzen. Oder sie kann auch die Kontaktknüpfen helfen. Und ich würde auch empfehlen, den kasachischen Unternehmer vielleicht hier präsent zu sein.